So, nachdem mein Spiel jetzt wieder abgestürzt ist, gehe ich schnell ins Rathaus, weil ich was nachgegoogelt habe. Oh, großer Drache. Servus heißt es. Drachenritter, bitte. Es ist mir nicht erlaubt, meinen Posten zu verlassen, aber meine Frau ist immer noch in der umkämpften Stadt. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich stehe hier Wache ohne meinen guten Kriegshammer, den ich auf dem Bett liegen gelassen habe. Wie dumm. Wenn ihr euch solche Sorgen macht, dann sucht sie doch selber. Hey, wir hören hier nicht Subway to Sally, okay? Das wäre nicht gut. Das wird mir der Safe claimen. Safe. So beruhigt euch, ich werde nach eurer besseren Hälfte tausend sehen. Tausend Dank! Sie heißt Alina. Möge der Göttliche verhindert haben. Habt ihr Alina gefunden? Ist sie in sich? Unser Haus liegt in dem Teil von allen. Sie sagen, Mann. Oh, ich bin schon ganz. Ah, da ist Augustus. Ja, werter Drachenritter. Kann ich euch irgendwie helfen? Aber natürlich. Ich suche einen Ausbilder. Sucht, wie es der Zufall so will. Halten sich zwei meiner besten Ausbilder gerade. Wollt ihr noch mehr über unsere Welt? Wie? Ja. Jawohl. Solange damit. Viel Glück, Drachenritter. Seid gegrüßt, mächtiger Drache. Renate und Christin. Möge euer feuriger Atem unsere Feinde für Asche verbrennen. Ja. Ah, da gibt's noch den Wegpunkt hier rein. Verfluchte Schergen des Schwarzen Rings. Es hat ein halbes Jahrhundert gebraucht, das hier aufzubauen. Und nun das. Nur nicht von einige würden Damian eher die Windeln wechseln, als einen Tag lang ehrliche Arbeit zu leisten. Wie schön, dass ihr wieder in der Stadt seid, Drachenritter. Da. Es wird ein blutiger Kampf, aber wir werden siegreich sein. Wie immer. Ganz genau. Hey, da liegt ein Schlüssel. Beeindruckend, nicht wahr? Die Truhen von Alleroth sind voller Reichtümer. Aber was bringt das Gold, wenn es in den Klauen des Krieges zu Staub zerfällt, Drachen? Ihr seht aus, als ob ihr etwas Training gebrauchen könnte, Drachenritter. Wie wär's? Komm, Karolin, ich lese auf deine Gedanken. Ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Oh. Verbessern wir meine Fähigkeiten. Sehr gut. Ich versuche nicht allzu grob zu sein. Schlösser knacken auf 7. Gibt's noch? Zweihandwaffe, unbewaffnet. Habe ich nicht noch ein Fähigkeitenbuch? Irgendwo? Nein? Nein? Nein. Sack ist schon voll. Möchtet ihr eure Fähigkeiten verbessern? Vielleicht das magische Trommelfeuer? Ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Die ein oder anderen Fähigkeiten würde ich gerne trainieren. Sehr gut, wir fangen sofort an. Folgt einfach meinem Beispiel. Schaden reflektieren. Aber der kann mir das auch nicht auf 15. Na egal. Ich hab, was ich wollte. Ihr seht etwas geschwächt aus, Drachenritter. Lasst uns ein wenig an eurem Sturm. Sehr gut. Wobei, komm. Fang sofort an. Ich gehe jetzt da nochmal schnell neu. Okay. Jetzt habe ich Schlösserknacken auf 7. Genau das, was ich wollte. Bam. Frische Schau doch auf der Arme. Okay.
Gucke ich jetzt mal, dass ich die Truhen hier noch knacke. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Und dass ich den Schmuh, den ich jetzt im Inventar, gleich im Inventar habe, dann mal komplett verkaufen kann. Wir sollten gescheite Rüstungen Streitkolben, aber na. Aber natürlich. Ja, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Also ich gucke eigentlich gar nicht drauf. Ich tue es einfach nur ich tue es einfach nur verkaufen. Oh, leider hat der Händler nicht mehr genug Geld. Schade, da muss zum Rüstungshändler gehen. Es ist mir immer so. Und das verkaufe ich auch noch. Ich verkaufe ich auch noch. Das kommt weg. Das kommt weg. Weg, 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 weg. Auch. Auch. Und das Gold. Das auch. Ich kann nicht glauben, dass es ist so schön, euch wieder. Erstmal gratis Gedanken lesen. Meine Preise sind zwar gesalzen, aber vielleicht wäre es besser, solchen wichtigen Kunden entgegenzukommen. Und das. Was hast du für besondere Sachen? Nichts. Wow. Wie kann ich euch helfen? Sehr gut. Bei ihm kaufe ich auch wieder den Malachit. Gut. Ihr seht aus, als ob ihr. Okay, er verkauft nicht mehr. Ich kann. Seid ihr an Magie interessiert? In meinem Zauberladen bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ja, Gott hat die Preise mein gesenkt. Laden geht den Bach runter, wenn nicht bald mehr Kunden kommen. Vielleicht sollte ich meine Preise etwas senken, um sie herzuholen. Los, lass mich auf dein Angebot gucken. Und die Tränke gefallen mir nicht. Wunsch in. Was ist mit braucht der? Braucht ihr Kräuter und Pflanzen für Tränke? Mein bescheidenes Hab. Ein Drachenritter in der Stadt. Mit noch besseren Preisen kann ich sicher meinen Gewinn vergrößern. Mit allem. Zeig mir dein Angebot. Und es sind wirklich nur Pflanzen, die mich nicht interessieren. Ich kann. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich brauche eigentlich gar keinen Trank. Aber der Händler ist einfach zu. Mal wieder zurück ins Krähennest. Oh, und wieder die Kampfmusik. In diesem Fall kann ich jetzt einfach hier alle Türen öffnen. Schön. Tja, und ich habe alles. Das sitzt fest. Ihr begebt euch auf durchschreitet. Okay, da kann ich mich hier mehr umsehen. Kann ich eigentlich auch noch die Steigerungspunkte verteilen? Das kommt mal wieder zurück. Den Rest von dem kann ich eigentlich auch verkaufen. Crowell's House. Endlich seid ihr da. Beeilt euch, denn meine Feinde lauern in diesem Haus. Schon bald werden sie wissen, was Schmerz bedeutet. Okay, der Geist der Rache, komm. Die Tür geht nicht auf. Da komme ich wohl nicht rein. Mach Tür zum Esszimmer. Aber einen Schlüssel hat er nicht mitgenommen, oder? Da
komme ich wohl nicht rein. Oh, ich muss die Kerzen anzünden. Hier ruht ein weiterer gefallener Champion. Dafür werden sie bezahlen. Diese verachtenswerten Schweine werden bluten. Dann mach bitte die Tür auf, okay? Das sitzt fest. Hallo, mach die Tür auf. Also die Schreie machen mir halt nichts aus. Lässt sich nicht bewegen. Aber ich würde gerne da durch die Tür durch. Hier ruht ein weiterer gefallener Champion. Lässt sich nicht bewegen. Dafür werden sie bezahlen. Diese verachtenswerten Schweine werden bluten. Die Tür geht nicht auf. Ja, und wie komme ich da rein? Die Tür geht nicht auf. Die ist auch verschlossen, die Tür. Will mich das Spiel jetzt verarschen? Ich lade nochmal neu. Oh. Dachte, ich hätte im Haus gespeichert. Da müssen wir die Szene halt nochmal sehen. Oh, man hat mir... Beprüfe auf Nachrichten. Endlich seid ihr da. Beeilt euch, denn meine Feinde lauern in diesem Haus. Schon bald werden sie wissen, was Schmerz bedeutet. Erstmal speichern. Ich kann immer noch nicht durch. Hier ruht ein weiterer gefallener Champion. Dafür werden sie bezahlen. Diese verachtenswerten Schweine werden bluten. Die Tür geht nicht auf. Ja, okay. Gibt es hier noch einen anderen Eingang? Nö. Dammit. Das sitzt fest. Das sitzt fest. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Nichts weiter. Schnell jetzt, meine... Meine Waffenbrüder. Jetzt muss ich nur noch seine Mörder zu finden zur Strecke. Waffenbrüder. Ja, okay. Das mache ich dann nachher. Ich gucke dann einfach nach, was ich da machen muss. Weil ich habe keine Ahnung. Wenn ich in dieses scheiß Haus nicht reinkomme, dann kann ich in dieses scheiß Haus nicht rein. Oder sie ist doch diese Tür. Versuch's doch. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Henry und Elenas Haus. Oh. Aus dem Weg, verschwindet von hier. Die lebenden Toten sind unter uns. Lauf weiter, Selina. Wir müssen weg, sofort. Göttliche, hilf uns! Ich kann sie schon hören! Dann lauft halt einfach. Die Zombies kommen doch eh nicht um die Ecke. Warum ist denn ein Priester drin? Oh!
auf. Der Sinn des Lebens, das Universum und die ganze Welt. Den Höllenbrutzauberer. Okay. Elenas Halskette. Ein Amulett für Astrisax. Ah. Darum geht es. Weil da ihr Geist drin gefangen ist. Ah. Okay. Wolltet ihr nicht aber drei Sachen haben? Amulett, Ohrringe und noch irgendwas anderes? Sagen, das Schwert sieht echt ziemlich cool aus. Da komme ich aber irgendwie nicht rein. Oh. Da ist eine Druckplatte, da bin ich doch gerade erschrocken. Ich glaube, ich muss wohl auf die richtige Druckplatte treten. Da ist nochmal eine. Die machen mir aber keinen Schaden. Hat das schon alle? Ne, da ist noch eine. Also man, wenn man sie sieht, dann erkennt man sie auf jeden Fall. Das sind die großen Weisheiten. Also die stechen ein wenig heraus. Die habe ich betätigt, auf jeden Fall. Die habe ich auch betätigt. Ist da vorne eine? Nö. Aber ich komme trotzdem nicht rein. Was ist da los? Okay. Also ich habe jetzt hier nochmal nachgeguckt. Und hier war irgendwo ein Schalter. War hier irgendwo auf. Es soll auf jeden Fall auf der linken Seite sein. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, weil ich hier eine halbe Stunde, knapp eine halbe Stunde oder so rumgerannt bin. Irgendwo an den Balken. Man könnte mich auch ein Retard nennen. Da ist er. Man. Daran habe ich echt gar nicht gedacht. Zum Keller. Ah ja. Erstmal schön speichern. Bevor mir das Spiel wieder abstürzt. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Jetzt sammle ich wieder meine Streamzeit. Ich wollte eigentlich noch Elder Scrolls Online streamen. Aber ich gucke dann erstmal. Und für den Hebel, damit die Tür aufgeht. Hübsch. Oh, da ist ein. Das wird mir von Nutzen sein. Eine Halskette, da ist ein fast gegessenes Schweinefleischgericht. Da kann er dann auch wieder die Knochen ablutschen, wenn er das mitnimmt und isst. Ich weiß auch nicht, warum er das überhaupt essen kann. So weird. Aber na gut. Immerhin habe ich die Halskette. Und bin mit dem Haus da fertig. Nächstes Level.
Würden doch nur alle Champions so gut kämpfen wie ich. Ich wurde vergiftet. Erbärmliche Ratte. Wildweidenhaus. Oh, jetzt habe ich hier 6 Punkte zum Verteilen. Und dann wirklich.